extra schwer und ja, der Boss-Affenaufstand. Auch an diesen Boss kann ich mich null erinnern, das wird jetzt wieder eine pure Auswendiglernerei hier. Wir dürfen gespannt sein, wie ich mich da anstelle. Aber ich fand schon mal schön, dass wir jetzt die Welt 2 eigentlich relativ zügig beendet haben. Für meine hey, wow. Und diese Geschwindigkeit, mit der Donkey da hinten reingefeuert wird. Du kannst mir nicht erzählen, dass man das überleben kann. Das kannst du einfach nicht. Wieso eigentlich Affengeschrei? Wir haben noch hier eine Eule. Mal wieder. War das ein zweiphasiger Boss? So, du kriegst erstmal das da ab. Dann kriegst du den da ab. Kann ich dir sogar noch einen dritten reinhauen? Kann ich sogar, wenn ich von unten gegen dich komme. Okay. Komische Sache. So. Aber nee, es sind tatsächlich... Wofür waren auch nochmal die Fässer an der Seite? Ach ja, ich glaube... Ja. Ich dachte, der Wind trägt mich so ein ganz kleines bisschen weiter, aber nein, er hat halt wirklich instantan aufgehört. Die Eule hier kann ich mich gar nicht mehr erinnern als Boss. Ich dachte, jetzt kämen die Affen, aber war das... Nee, es war offenbar wirklich nur die Eule. Krass. Naja. Wird schon passen. Die Attacke hier ist zum Beispiel auch schon mal gar nicht mal so leicht. Also ich weiß nicht, wenn man das Spiel halt noch nicht so lange gespielt hat, dann könnte das durchaus schon ein Problem sein. So, einmal dich. Aber man kann ihn schon relativ systematisch besiegen. Also wenn ich jetzt hier hochgehe, genau, da kann ich ihm direkt ein drittes, Ja, also die erste Phase geht wirklich sehr schnell, wenn man alle drei nutzt, die man da gegeben bekommt. Und jetzt kam einfach nur der Wind und die Vögel. Wieso bin ich da nochmal verreckt? Nee, das soll so gar nicht. Okay. Ich soll hier einfach... Wieso? Okay. Und jetzt? Jetzt kommst du hier runter. Hm? Wofür sind die Fässer dann? Hierfür vielleicht. Das macht Sinn. Das macht sogar einiges an Sinn. Ja, aber die Bosse, wie gesagt, ich glaube... Wow, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Die Bosse sind, glaube ich, wirklich das Schwierigste in dem Spiel. Im Extra-Schwer-Modus. Weil eben nur dieses eine Herz. Und relativ langwierige Bosskämpfe, relativ fehlige, anfällige Bosskämpfe. Ich glaube, ihn habe ich sogar beim beim letzten Mal recht schnell geschafft. Weil die aufgefüllten Herzen dann eigentlich ganz gut... Ja, ganz gut geholfen haben. So, wie war das nochmal? Hier oben. Dann kommt er hier runter. Und dann geht er da wieder hoch. Okay. Okay, wenn er mich da jetzt getroffen hätte, weil er im Hintergrund war, das... Also, für mich war er im Hintergrund. Wenn er jetzt nicht im Hintergrund gewesen wäre... Ja, wäre es ein bisschen komisch gewesen. So. Wollte ich noch irgendwas zum Stream sagen? Ich glaube nicht. Also ich habe häufig das Gefühl, dass ich bei meinen Streams immer kleine Tiefs drin habe und kleine Hochs. ist wahrscheinlich auch irgendwie normal. Ja, das war clever. Jetzt kann ich nämlich nicht mal treffen. Fuck. Aber mehr als ein... Wow. Okay, also da muss ich mich ducken. Offenbar, aber ich glaube, in diese Phase kommt er nur, wenn wir das eine Mal verkackt haben. Schätze ich jetzt mal so. Oder ich hoffe es, aber wenn er... Okay, wir merken uns, wenn er aufblitzt, dann ducken. Also ich glaube, ducken war es richtig. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Aber ich meine, ducken wäre gut gewesen. Ich hoffe es zumindest. So, einmal für dich... sogar noch was hingeworfen, aber das tut nicht viel zur Sache, leider. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn hier unten in seine zweite Phase kommen lassen will. Wahrscheinlich eher nicht.
Und die dritte Phase war die nicht sogar komplett in der Luft? Oder verwechsel ich das gerade mit einem Rayman Origins Boss? Weil auch da erinnere ich mich an so einen Vogel, der zugegebenermaßen ein bisschen anders ausgesehen hat, aber who cares? Ich weiß auch nicht, ob es so gut ist. Ja gut, sowas kann ich zum Beispiel machen. Und dann noch über den. Kann ich dann beide benutzen? Nee, kann ich nicht. Okay, weil er nach einer gewissen Zeit runterfällt. Gut zu wissen. Aber für einen, ja, ich sag mal, für einen Perfekt-Bosskampf ist das schon ganz schön krass, finde ich. So, fängst du jetzt wieder von vorne an? Oder machst du den hier? Du fängst wieder von vorne an, okay. Aber wenn die von links kommen, habe ich irgendwie mehr Angst. Ich weiß nicht. Wind von links ist irgendwie schlimmer als Wind von rechts, weil das suggeriert so ein bisschen Jump'n'Run nach links gehen. Und beim Jump'n'Run nach links gehen ist, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, sehr komisch. So, und einmal noch für dich. Und das wird jetzt die letzte Phase. Okay, gut. Aber sie waren nicht komplett in der Luft. Das ist schon mal... What? Okay. Okay, okay, okay. Immer ein bisschen wegrollen. Ja, also bossmäßig ist das echt nicht einfach, finde ich. Also für keinen Treffer kassieren. Wow, what? Okay. Ja, wie gesagt, für keinen Treffer kassieren. Finde ich's krass. Nein, nein, das war die falschen. Ah, das ist so doof. Aber du musst doch so lange warten. Das ist so eklig. Und oben musst du ihn wahrscheinlich auch noch dreimal treffen. Ja, 9 Treffer, Boss, ist halt schon... Aber gut, du lernst die Attacken wahrscheinlich auch recht schnell wieder. Naja, im Stream ist auf jeden Fall mal wieder so ein bisschen die Tatsache aufgeblüht, dass ich mich mit aktuellen Videospielthemen überhaupt nicht auskenne. Erklärt habe ich das auch im Stream, warum und wie das dazu kommt. Das war jetzt nicht so ganz gut. Kriege ich dann noch alle? Ja, ich krieg noch alle. Okay, gut. Also die erste Phase ist halt schon ein Witz. Wow, wäre ich jetzt beinahe gestorben. Das wäre wieder so typisch gewesen, aber zum Glück ist es nicht passiert. Aber ja, eigentlich ist die erste Phase ein Witz, das stimmt schon. Also... Ist so ein bisschen wie der King K. Rool Kampf, auch von der Länge aus Donkey Kong Country 2. ja, auch viel ausweichen. Bis du ihn dann endlich mal mit was du werfen kannst, treffen kannst. Also, Parallelen gibt's schon recht viele. So, wenn ich ihn jetzt treffe und dann krieg... Na, ich krieg den anderen nicht. Er ist genau so gemacht, dass du es gerade nicht schaffen kannst. Das ist ein bisschen miese, aber gut. Muss halt mit umgehen können, ne? Ist auch schade, weil es wäre eigentlich nicht so... Das war knapp. Und das war doof. Kommt der? Ah ja, hier kommt nochmal ein normaler, okay. Oh, das war auch sehr knapp, okay. Also gut zu wissen, wenn man ihn nicht trifft, macht er dieses... Ich werde extrem schnell und... Du musst dich ducken, wenn du überleben willst. Das macht er dann. Boah. Ansonsten, wenn man hier immer nur nach links durchgedrückt hält, dann kriegt man eigentlich alles mitgenommen. Also, passt schon. Und tot. Letzte Phase. So, jetzt kommt erst wieder seine Federn. Genau. Bei denen man eigentlich immer nur beachten muss, dass man abwechselnd immer durchrollt. Die nach ganz außen gehen, finde ich am schlimmsten, weil die auch den größten Radius abdecken. So, und jetzt kommt er mit seinen Vögelchen. Jetzt immer nur darauf achten. Genau, hier kann ich stehen bleiben. Hier kann ich nicht stehen bleiben. Jo. Eigentlich ist es echt leicht, aber... Wow. Manchmal, wenn du genau in der Mitte von den Dingern stehst, realisierst du nicht. Was? Okay. Na dann die da halt. Zacka.
Wenn du genau in der Mitte stehst, dann realisierst du das halt nicht so. So, was macht er jetzt noch? Eine Attacke hat er bestimmt noch. Nein, das war mies. Das war mies. Du musst auf den oberen Bildschirm ran, auf den oberen Bildschirm andrachten. Genau. Das ist das. Genau das Richtige. Heieiei. Naja, was da jedenfalls rausgekommen ist, dass es für Mario Kart 8 einen 200 CCM-Modus geben soll. Interessante Idee von Nintendo, aber auch eine Idee, die wir ja so schon mal erlebt haben. Die ist, die ja Mr. Bean ursprünglich für Mario Kart Wii schon mal programmiert hat. Ich weiß nicht, ob es genau ein 200 CCM-Modus war oder irgendwas anderes dazwischen, 250, 300 oder, ja, nee, was dazwischen war das jetzt nicht, aber ob das jetzt irgendwas anderes war, da bin ich mir nicht mehr sicher. Kann durchaus sein, aber, ja, die Idee dafür gab es ja schon mal. Es ist erstaunlich, wie viele Sachen sie aus Mr. Beans Hack so ein bisschen mitgenommen haben. Wobei, naja, gut, DLC-Strecken sind halt... Also darauf hätte man auch so kommen können. Also ist vielleicht doch nicht ganz so viel, aber... Trotzdem erstaunlich, finde ich, ja. Also, dass das jetzt zufälligerweise genau so kommt. Ich glaube, Nintendo hat mittlerweile auch verstanden, dass es Hacks gibt und dass Hacks manchmal gar nicht so das Schlimme beinhalten. Das haben wir ja zum Beispiel auch bei New Super Mario Bros. U, bei den, ja, bei einem Level mit dem P-Switch, dem P-Switch Run und dem Mancha Run. Ne, Mancha Run hatten sie ja schon vorher mal. Den gibt's ja bei Nintendo schon länger. Aber so ein P-Switch Run, den gab's ja in dem einen Level, der ist ja jetzt eher auch nicht so, also vorher gab's den glaube ich noch nicht. Was kam jetzt nochmal? Ach ja, wieder der Wind. Vorher gab es den ja so noch nicht, auch nur ein Hex. Also ich glaube, so ein bisschen sind sie da tatsächlich auch drin. Also wird mit Sicherheit irgendein Nintendo-Mitarbeiter geben, der dann auch mal da interveniert hat. Oder es ist halt wirklich purer Zufall, aber ich weiß nicht. Nein! Es kommt mir halt schon wie mehr vor. Du musst halt auch immer, ja, wie bei dem King K. Rool-Kampf eben, eine Ewigkeit warten, bis du dann mal wieder in die letzten Phasen kommst, die dann wieder neue Sachen für dich bereithalten. Und bei der letzten Phase bin ich mir jetzt schon wieder fast unsicher, was ich da machen soll, aber im Grunde genommen war es ja nur auf den Himmel achten und sonst nix. Oh. Aber wie gesagt, für so Perfect-Boss-Kämpfe ist das schon gar nicht mal so ohne, ne? Muss man auch einfach mal gesagt haben. So, ob das jetzt so clever war, aber nein, ich kann ihn noch mitnehmen. Alles gut. Ich glaube, wenn man das schnell genug macht, kann man vielleicht sogar erreichen, dass er nicht mal die eine Kugel da werfen kann, aber das wäre schon krass. Naja. Ja, ich wurde auch mal gefragt, was ich von dem 200 CCM-Modus dann halte. Und ich muss dazu sagen, dass es wahrscheinlich floppen wird, schätze ich mal. Weil im Endeffekt, ich meine, Mario Kart 8 ist bei vielen Strecken auf enge Kurven ausgelegt, wahrscheinlich mehr als viele andere Mario Karts. Bei vielen anderen Mario Karts konnte man immer locker mal zu zweit nebeneinander herfahren, bei Mario Kart 8 geht das so nicht mehr so geil. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der ist schwer. Ja, und ich weiß nicht, ob sie den tatsächlich so gut durch... Wow. Ob sie den so gut durchkalkuliert haben. Weil manche Strecken werden dadurch quasi unspielbar, beziehungsweise nicht unspielbar, weil mit den Bikes, wo du, oder mit den Karts, wo du gerade so um die Kurven kommst, ja, also mit den schnellen Bikes kommst du ja bei manchen Strecken gerade so um die Kurven. Wenn du das noch schneller machen sollst, kommst du mit denen nicht mehr um die Kurven. Das heißt, die einzige Alternative ist, du lernst abbremsen im richtigen Moment bei jeder Strecke, oder du nutzt halt einfach ein Gefährt, was von Grund auf langsamer ist. Und ich schätze mal, es wird sich dahin entwickeln, dass man dann andere Gefährte... Nein, was mache ich? Nein, jetzt muss ich die erste Phase sogar einmal mitmachen. Es wird dann wahrscheinlich dahin gehen, dass andere Gefährte dann tatsächlich gemaint werden auf manchen Strecken in diesem Modus, als man es bisher so gewohnt ist. Schätze ich jetzt einfach mal. Kann natürlich sein, dass ich damit schief liege, aber... Darf ich so ein Hühnchen mitnehmen? Oder so ein Vogel, so eine Eule, keine Ahnung. Aber die Eule hier sieht auch nicht großartig anders aus als die anderen, muss man sagen. Also, es
Sie hat halt nur diese, ja, dieses Geweih auf. Ansonsten sieht sie halt wirklich genauso aus wie die anderen. Wir brauchen mehr mit so einem Ei auf dem Kopf, das ist ganz klar. Nee, ich krieg ihn nicht. Schade. Wenn ich den kriegen würde, dann wäre das Ganze um die eine Phase beschleunigbar. Die auch noch wahrscheinlich mit am längsten dauert. Aber es geht nicht. Ich krieg's nicht hin. Das ist krass. Okay. Aber er wirft die Eier auch jedes Mal wieder anders. Das verwirrt mich manchmal auch so ein bisschen. Wow. Also ich glaube, die Phase ist tatsächlich am schwersten für mich, wo er die Eier so wirft. Alles andere ist ja relativ durchschaubar, ja. Also das hier, hier weißt du ungefähr, wann die Sprunghöhe. Er macht halt immer dasselbe da. Das sind so Sachen, die kann ich auch relativ leicht lernen. Generell in Videospielen. Nein. Wie man sieht. Ach man. Ja, aber sowas kann ich eigentlich recht gut lernen für Bosskämpfe. Was immer wieder anders ist, finde ich schwer. Also ein Bosskampf, der immer wieder anders ist oder immer wieder kleine andere Elemente enthält, der ist für mich extrem schwer. Im Vergleich zu einem, der immer gleich ist. Weil irgendwann weißt du halt genau, wann du wo stehen musst und ja, dann und wann du wo springen musst und dann wird es halt echt nicht mehr schwerer. So, dann einmal hier den. Das war knapp. Da habe ich den einen gerade so überworfen. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin, ja. Also es wird wahrscheinlich dann darauf hinauslaufen, dass man einfach andere Gefährte maint. Kann ich mir vorstellen. Kann auch sein, dass dem nicht so wird. Da bin ich, ja, kann man ein bisschen gespannt sein. Aber ich glaube, letztendlich werden sich dann die 150 CCM ganz normal wieder auszahlen und auf Dauer durchsetzen. Weil es soll halt wahrscheinlich wirklich nur so ein kleines... Ach, so geht es auch. Moment. Nein! Ich habe ihn runtergeworfen. Und jetzt muss ich sowas hier machen. Okay. Ja, aber gut zu wissen, da kann ich die Phase ein bisschen unterbrechen. Dann macht es auch Sinn, warum diese, ja, warum manche von den Hühnchen dann so hoch geflogen sind. Nein, oh, da war ja einer drin, okay. Das habe ich jetzt irgendwie nicht so realisiert. Nein, das war doof. Ah, und jetzt muss ich die Phase halt nochmal machen, aber... Jetzt können wir es zumindest so deichseln, dass wir die Phase jetzt, die andere Phase zumindest nicht nochmal machen müssen, wenn ich das hier nicht verkacke. Genau, dann kann ich ihn nämlich so mitnehmen, dann kann ich den hier noch mitnehmen, dann geht er runter und dann kann ich ihn nochmal abwerfen. Perfekt. Gut, dann können wir zumindest da so einen kleinen Timesaver einbauen. Das ist auch wichtig bei Bosskämpfen, wo man weiß, dass sie lange dauern. Nein, ich habe verkackt. Ja. Da habe ich mir dann wieder nicht in Erinnerung gerufen, was ich machen muss und dann sowas. Eieiei. Ja. Naja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich aktuell gar nicht mal so viel zum Zocken habe. Ich gammel gerade nur noch. Wie gesagt, ich habe jetzt ja die letzte... Ja, die letzte Ferienwoche so ein bisschen und... Die Lust verlässt einen dann irgendwie wieder so ein bisschen. Aber, naja. Gammeln an sich macht natürlich immer Spaß. Ja, das macht nicht so viel Spaß und das macht noch weniger Spaß. Gammeln an sich finde ich schon ganz cool mal, aber brauche ich nicht Ewigkeiten. Auch das kennt ihr ja von mir, denke ich mal. Das ist kein großes Geheimnis. Also für meinen künftigen Arbeitgeber, falls er mir hier mal zuhören sollte, dann lasst mich die Aussage revidieren. Ich kann zwar ganz, also ich bin dann zwar auch froh, wenn ich daheim bin, aber wenn ich zu lange gammeln muss, dann bin ich auch wieder sehr motiviert für Arbeit und... Dann geht das auch wieder. Also mein Chef, du weißt, stell mich ein. Das war mein Bewerbungsvideo. Sofern der Boss klappt. Ansonsten ist natürlich nur ein Fail-Video. Ja. Das ist aber auch interessant zu wissen. Ich meine, es gibt ja mittlerweile... Also, die Gaming-Szene ist ja... mit Competitive werden und so schon relativ weit. Wir haben mittlerweile schon Leute, die fürs Zocken bezahlt werden bei LOL.
Teams, die gesponsert werden. Da wäre auch interessant zu wissen, gibt es dann vielleicht später irgendwann mal Bewerbungsvideos oder Bewerbungsstreams, wo Leute einfach was leisten müssen, damit sie irgendwie, ja, ich finde diesen Sektor extrem spannend und man kann ja eigentlich davon ausgehen, dass sich das weiterentwickelt. Aber auch die Weiterentwicklung finde ich sehr, ich kriege ihn nicht, sehr spannend. Und ja, bin gespannt, was es da in Zukunft noch so geben wird. Weil Bewerbungsvideos vom Zocken oder wo man zockt drin, das hört sich halt auch schon sehr seltsam an irgendwie. So, einmal dich hier bitte. Genau. Die Frage ist halt, ob man da eventuell auch beide anhalten könnte. Das habe ich jetzt auch noch nie probiert. Ich war dann immer froh, wenn es so durchgeht. Und dann kommen wieder die Flüchtigkeitsfehler. Ja, also die Bosse werden wirklich am kritischsten. Das kann man, glaube ich, an diesem Punkt schon locker festmachen. Und gab es irgendeinen Boss, der noch schlimmer war? Die Kugelfisch fand ich ziemlich schlimm. Ansonsten ist mir jetzt keiner allzu schlimm so in Erinnerung noch. Aber ja, das Walross könnte doof werden. Ansonsten habe ich die Boss ja auch relativ souverän besiegt. Immer gut, den Endboss, da habe ich nicht verstanden, wie er funktioniert. Das wird aber beim zweiten Durchlauf nicht passieren. Den Endboss, da habe ich nicht mal so viel Schiss vor, glaube ich. Bin ich mir auch nicht so ganz sicher, aber ich glaube, den konnte man auch ganz gut lernen. Ja, aber das Walross, das fand ich ein bisschen komisch. Und das hat ja auch mit präzisen Sprüngen zu tun. Wenn du da dann einen verkackst, dann, ja, beim Walross ist es halt so, da darfst du nicht einmal dann dran vorbei. Das ist dann auch schon ein relativ großer Druck. So, endlich mal die Phase geskippt. Vorausgesetzt, ich schaff's jetzt nicht zu sterben bei der nächsten, das ist halt auch noch so ein Punkt. Ist aber schade, dass er die Phase dann cancelt, weil ansonsten könnte man ihn ja dreimal sogar in der einen Phase schon treffen. Das wäre jetzt nicht unbedingt verkehrt, finde ich. So, die Frage ist, ob man das Hühnchen dann hätte auch noch nehmen können. Ich glaube sogar fast schon. Aber mit der jetzigen Taktik ist es natürlich nicht ganz so notwendig. Und erfahrungsgemäß springt man dann ja schon an einem mal vorbei. So, man kann sich auch einfach hier hinten schon mal hinstellen. Wie wär's denn damit? Ach ja, weil er jetzt nochmal hier hin macht. Ja gut. So, und jetzt ein bisschen aufpassen. Kommt einmal und die bleiben stehen. Okay, dass der eine da einzeln kommt, war ein bisschen seltsam. Ja, das war jetzt wieder so, du stehst in der Mitte und weißt nicht, wo du hin sollst. Mache ich den noch? Den krieg ich sogar auch noch. Das könnte gut sein, dass ich den noch mitgezogen habe. Obwohl, den kriege ich nicht mehr, oder? Ne, den kriege ich nicht. Es hätte auch ewig gedauert, bis ich den irgendwie dann... Okay. Boah, okay, das ist ziemlich krass. Gut, du kannst auch direkt neben einer Einschlagstelle stehen bleiben, ist mir aufgefallen. Du hast da so einen kleinen Safe-Spot. Vielleicht ist das sogar besser, als immer komplett abzuhauen, weil, wie ihr gesehen habt, er schießt schon relativ krass so. Zum einen relativ schnell hintereinander, dass du nicht die Zeit hast, die über die komplette Stage zu gehen zwischendurch. Und zum anderen, ja, ist die Reichweite von dem Angriff halt auch recht groß. Also ich finde es schon nicht ganz so leicht, muss ich sagen. Aber zumindest schön, wenn wir diese Phasen jetzt immer so ein bisschen skippen können. Stellt euch vor, ich müsste hier jetzt wirklich immer eine Phase in... Ja, mit jeder Phase einen Treffer quasi durchmachen. Das wäre echt langweilig und nervig. Hier rechnen sie ja fast schon damit, dass man ihn so treffen kann. Das war knapp. Ich wollte nicht trommeln. Was soll denn das? Ach Mann. Da habe ich jetzt auch nicht den Zeitpunkt abgewartet, wo er auf mich zukommt. Den konnte ich und wollte ich irgendwie nicht abwarten. Naja.
Aber Competitive Gaming ist schon so ein Punkt, der... Ja. Hat sich schon faszinierend entwickelt, wie ich finde. Also ich hätte niemals vor ein paar Jahren noch gedacht, dass Leute tatsächlich fürs Zocken bezahlt werden. Zumindest nicht, ohne dass sie jetzt irgendwie so ein Turnier gewinnen oder so. Halt nicht... Halt schon im Voraus quasi engagiert werden auf Leistung. Sowas ist schon ein Punkt, der ist ziemlich hart. Und ich meine, worüber finanziert sich das Ganze denn? Eigentlich ja nur über Werbung. Nichts anderes, ja. Gut, da kannst du auch sagen, Fernsehen finanziert sich eigentlich auch nur über Werbung. Das mag in einer gewissen Art und Weise auch stimmen, ja. Oder? Ich glaube schon. Eigentlich schon, ja. Krass, wenn man das mal so drüber nachdenkt. Im Prinzip ist das ja nichts anderes als Fernsehschauspieler, so ungefähr. Nur, dass sie halt ihren Skill anderweitig beweisen müssen oder der Skill anderweitig verlangt wird, sagen wir es so. Aber krass, wenn man darüber nachdenkt. Finde ich zumindest. So, war das schon das dritte Mal? Oder habe ich vorher... Ja, es war das dritte Mal, okay. Gut, und jetzt, keine Ahnung, was war denn... Ja... Ich find's strange. Der erste ist tatsächlich am schwierigsten. Jetzt macht er keinen doppelten. Komisch. Offenbar kann er die Phase auch so ein bisschen willkürlich aufteilen. Okay, hier... Bei dem einen kann ich stehen, das war jetzt vielleicht nicht die beste Idee, aber gut, hat irgendwie gepasst. Da war ich jetzt schon wieder genau in der Mitte. Ja, hier brauche ich ja eigentlich nur den einen, die anderen sind mir ja recht egal. Weil ich kann ihn ja sowieso nicht zweimal treffen, weil das so lustig gemacht ist. So. Immer kurz neben der Einschlagstelle stehen bleiben. Gut, hier ist jetzt nicht so notwendig. Aber hier jetzt zum Beispiel. Genau, immer kurz daneben stehen bleiben. Wenn er schon nah einschlägt, sagen wir es so. Mhm. Okay, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. What the fuck? Mhm. Das war... Wow, das war knapp. Ach du Scheiße, da habe ich um mein Leben geschüttelt. Also, dass ich das überlebt habe, finde ich ein bisschen seltsam, aber es hat ja funktioniert, so. Und jetzt machst du wieder deine Minions. Falsch, okay. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade nicht irgendwie an was anderes denken kann, aber das ist halt schon... Also die Bossfights, da muss man sich schon ein bisschen konzentrieren, weil du hast halt wenige Safe-Spots und gehst ganz gerne mal an die falschen Stellen. Ja. Komm runter. Und stirb. Yes! In your face. Klatsch, 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 klatsch. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Heieiei, ist das toll. Da fühlt man sich gleich besser nach so einem Bossfight. Weil du auch das Gefühl hast, du hast mal was geschafft. Nicht so wie bei den restlichen Sessions.